Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Singleplayer. Wir haben in der letzten Folge die Daisy besucht, die stark unter Fieber steht, und wir sollen jetzt einen Höhlenpilz finden. Wir sind jetzt dann auf dem Weg, aber er hat nicht gespeichert, deswegen müssen wir nochmal zu Daisy rein. Vorher möchte ich aber nochmal kurz was wegen der Grafik schauen. Missionen, Grafik, Grafik. Zurück. Grafikqualität. Ultra. Gut. Zurück. So, jetzt gehen wir mal rein. Sehr schön. Und gleich mal hoch zur Daisy. Geht los. So, da ist sie. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für sie und für mich. Okay, der verrückte Doktor hat also zu uns gesagt, wir sollen ein Höhlenpilz suchen in einer Höhle im Westen. Pilz in der Tiefe, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Wir markieren es uns nur noch kurz. Hier ist es also. Ich markiere mal uns und dann geht's auch schon los. Gehen wir mal runter und schauen, ob und wie weit es vor allem ist. Hier geht's runter. Oh, Knarre. Okay, dann gehen wir mal. Ja, wir als nächstes nach diesem Level gehen wir zu einer. Das ist ja schon da, oder? Oh. Da ist es ja schon. Okay, gehen wir da mal hin. Das sind noch ein paar Schweine. Die könnten wir noch mitnehmen. Kommen die immer noch mit. Perfekt. Das fighten wir jetzt mal. So. Wildschweinfell, perfekt. Die anderen hauen ab. Verpiss dich! Egal. Die sind doch nicht im Westen. Wir heilen uns erstmal kurz. Ah, okay. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ja, toll. Unter Wasser also. Schön ganz netter Freund. Ah. Wo muss ich lang? Hier rein. Okay. Komm schneller. Oh. Finde einen Weg in die Höhle, haben wir geschafft. Müssen wir jetzt weiter runter oder? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch.
Der Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Ja, hoffe ich auch. Ab nach oben mit dir, Jason. Todessprung. Ja, super. Müssen wir jetzt echt da runter? Oh mein Gott. Komm hier hoch. Aha, okay, alles klar. Hier also hoch. Perfekt. Los, hoch mit dir. So, schön. Kommen wir hier hoch. Schalten wir weiter auf. Genau, hier hoch, Jason. Dann gehen wir hier weiter. Oh mein Gott, wie müsst ihr hochkommen? Schön immer die Pflanzen hochklettern, so kommt man meistens zu seinem Weg. Genau. Und jetzt nach da hinten. Oh. Oh oh. Oh mein Gott, wir stehen unter Drogen. Wir stehen unter Drogen, geil. Ich persönlich mag ja die Roten. Der Dr. Earnhardt steht wohl auch unter Drogen. Du bist da. Vielleicht. Lol. Okay, das ist schräg. Alter. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Ich komme jetzt nicht weiter. Ah, jetzt geht's. Oh mein Gott. Ich stehe ja sowas von unter Drogen. Oha. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Oh oh. Lisa, wir sind in Freeman zusammen. Und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist ein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Alter, das ist das Haus von dem Earnhardt. Lol. Dr. Earnhardt? Alter. Willst du mich verarschen? Okay. Hallo? Oh mein Gott. Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Was? Geht ja ab. Oh, da ist der Pilz. Schnell. Ah, Alter. Okay, weiter geht's. Jetzt. Da ist einer. Ah. Oh. Oh ja, er nimmt nur den kleinen Pilz von dem ganzen Strauch. Ganz schlaue Jason. Meine Fresse. Hätte auch gleich Ding nehmen können. Wow, wie lange war ich da unten? Lange, Jason. Oha, wieso?
Dann zu Frame-Einbrüchen. Warum ist hier eine Schlange? Ah, die machen sie aber nicht. Alter, was wird... Moment, ich muss mal kurz das gucken. Optionen, genau, Grafik, zurück, Grafikqualität, sehr hoch. Bisschen runterschrauben, weil sonst leckt es dauernd. Gut, den Sprung haben wir geschafft. Schön nach oben laufen. Na, Frame-Einbruch. Perfekt, hoch da. Oben sind wir schon mal und jetzt zur Dr. Earnhardt. Oder wie der Typ heißt. Los, Jason, rennen. Okay, nochmal hoch. Ja, hier, los. Perfekt. Hoch die Lianen. Los, Jason. Schafft es. So. Ab zu Dr. Earnhardts Haus. Erreiche die spitzen Klippen, die zum Earnhardt zurückkehren. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt geben wir ihm das Pulver oder den Pilz, dass er das Gegengift herstellen kann und dann schauen wir mal, was mit Daisy passiert. Bin gespannt. Komm ich hier nicht rein? Ah, hier geht's rein. Aha, okay. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Ja, Alter, Alter. Oh ja. Die habe ich schon... Oh mein Gott. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nachher. Alles gut, dann schauen wir jetzt nach Daisy, solange der verrückte, auf Drogen stehende Professor oder Doktor das Gegengift vorbereitet. Oder die Medizin. Gehen wir schon mal zu Daisy. Ich bin mal still. Das Fliehen, das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy! Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh! Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Oh ja, das tut er. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vars Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor.
Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. What the fuck? Wieso Agnes? Die heißt Daisy. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komm klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Erfolg, Zauberpilz. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin, ja, ihr geht's gut, dank dir, Dennis. Du hast das gemacht, nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Alles klar. Der Ruf der Medusa. Das ist unsere nächste Mission. Wir schauen erstmal, was wir alles machen können. Wir haben nicht wir haben $125, nicht gerade viel. Was kosten denn Scharfschützengewehre? Oha, teuer. Alles klar, können wir erstmal nicht leisten. Sturmgewehre. Also, AK-47, die haben wir ja. Die haben wir auch. Okay. Die wir jetzt mal ausrüsten. Okay. Dann, die können wir nicht kaufen, sind zu teuer. Was haben wir noch so? RGM. LMGs. Okay, auch zu teuer. Granatenwerfer brauchen wir nicht. Munition. Wir brauchen einmal Sturmgewehr, oder? Was haben wir jetzt? Sturmgewehre. Genau. Wir brauchen Sturmgewehr-Munition. Die Munitionsreserve für diesen Waffentyp ist toll. Alles klar. Zurück. Dann haben wir, glaube ich, alles erstmal soweit. Aber ich würde es hier erstmal gern auf. Ich würde hier jetzt gern erstmal ein neues Tutorial. Hinweise zur Herstellung. Wenn du in der Story vorankommst, schaltest du neue Anleitungen frei. Stelle Spritzen für temporäre Verbesserungen her. Stelle Ausrüstungsstücke her, um deine Inventarkapazität zu erhöhen. Alles klar? Wir. Alter. Fortschritte machen. Überprüfe deinen Fortschritt im Handbuchmenü für abgeschlossene Mission, aktivierte Funktürme und befreite Außenposten mit den nächsten Belohnungen. Leck mich am Arsch. Ich weiß, wie schnell die Reise geht. Alles klar. Was ich jetzt aber erstmal machen möchte, ist Funkturm einnehmen. Oha, da wäre unser Ziel. Diesen Funkturm würde ich gerne einnehmen, because I can. Dass wir hier die Karte sehen, die Straßenverhältnisse und so. Weil hier sehen wir es ja, hier müssen wir erst einen Funkturm einnehmen, dass wir es sehen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Der ist ja gar nicht so weit weg. Der ist ja schon. Und da gehen wir jetzt mal hin.